Mission complete. Victory or death. Machen wir noch und dann gibt es eine kleine Aufnahmepause. Dann habe ich hier den ersten Abschnitt von der Kampagne schon wieder gemacht. Das erste Drittel. So. Was haben wir hier wieder? Ja, zweite Front und die haben hier oben diesmal eine Black Bomb. Die Sache ist. Ja, ich glaube, ich probiere hier mal eine ganz besondere Kombination aus. Und zwar an der zweiten Front brauche ich Igel. Kriegst diesen Skill und du kriegst vor allem auch diesen Skill. Mehr Defensive bringt dir da oben wesentlich mehr. Und sein Partner probiert Andy. Andy und Eagle taggen sich nämlich auch ziemlich gut. Andy hat sowieso so interessante Tags. Max ist klar, Eagle, weil sie einfach die Rivalen schlechthin sind. Was ich aber interessant finde, ist der mit Hawkey. Den finde ich wirklich sehr interessant. Die haben wir eh schon ewig nicht mehr gespielt. So, bitte, alte NPC. So, Eagle müssen wir aber hier auch supporten. Wobei ich mir die Jäger da ungern gebe. Na gut, einen kann ich ihm geben. Aber einen brauche ich zumindest, um die Bombe da abzufangen. Mag und schau mal, ob ich dann in der Zwischenzeit schon ein bisschen was besetzen kann. Das ist
zumindest kaputt geschossen. Ich glaube, ich muss mich jetzt direkt auf den Jäger zur Unterstützung nach oben schicken. Weil ich den hier auch noch brauche. Jetzt nehmen wir das noch. Stärkung. Naja, wenigstens stirbt der nächste Runde nicht. Ziemlich hart aufs Maul. So. Wie machen wir das jetzt? Ich muss die Bombe loswerden. Wahllos an irgendwelche Sachen zu capturen, weil er nicht alles auf einmal unterbrechen kann. Aber wobei kann er. Wobei. Ich habe eine Super Core Power. Wir wissen ja alle noch, was die macht. Er hat allerdings auch eine. Mal draufhauen. Hyper Upgrades. Reparieren wir alles mal mit 5 AP. Weil wir ja sonst nichts Besseres zu tun haben. Zusätzlich kriegen wir einen schönen 20% Firepower Boost. Weiter ziehen. Hier ganz weit.
nächste Runde baue ich noch einen Jäger für Igel. Ich glaube, es reicht, wenn ich ihn noch nach oben schicke. Warum hast du es jetzt nicht umgekehrt gemacht? Ich habe keine Flugeinheiten, das heißt, den da kann ich ihn sowieso nach oben schicken. Langsam die Muni. Sieht so aus, als würde die Igel da oben gerade fertig werden. Super von Andy ist zumindest schon mal drin. Wenn der seine Super noch voll kriegen würde, dann hätten wir auch schon wieder gewonnen. Fehlt ja nur noch ein Stern. Thank you.
3. Das reicht eigentlich. Benzin geht ihm halt auch langsam aus. Chaos anrichten, so viel wie es nur irgendwie geht. Erlacht. Den Kristall wollen wir noch nicht kaputt machen. Noch nicht. Der gibt sich nur noch eine Mühe, okay. Oh, der hatte keine Mühe mehr, okay. Aber dann gut. Den da noch. Den dann noch kaputt machen. Und fertig. So, Story hatte ich gesagt, überspringen wir ein bisschen, die hatten wir schon. Move out. Da hat's wieder kurz geleckt. Ja.
So, ich würde sagen, ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Ich nehme schon wieder seit über 2 Stunden auf. Irgendwann habe ich auch genug. Wir machen das nächste Mal bei Mission 10 weiter. Es dürfte dann... Ich weiß noch nicht, ob ich bei Advance Wars Tourist Track, ob ich da eine extra Playlist für machen soll, dass ich mit der Nummerierung wieder von vorne anfangen. Ja, bis dahin habt ihr sowieso schon gesehen, was ich gemacht habe. Wir sind ja jetzt dann schon bei der insgesamt 7. oder 8. Folge von dem ganzen Ding hier. Also, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.